Im beschaulichen Ort Erlau bei Bamberg haben zwei junge Schreinermeister ihr eigenes und sehr erfolgreiches Unternehmen gegründet. Die Schreiner Schmidt und Bauer sind eigentlich sehr zufrieden mit ihrer Produktion. Doch ein Problem taucht immer wieder auf. Unsere Materialien, die wir verarbeiten, sind teils sehr teuer. Dann haben wir gedacht, wir müssten mal gucken, vielleicht kriegt man ein bisschen mehr, also das Ganze mit weniger Verschnitt raus. Und dann sind wir auf der Ligner, glaube ich, war das, vor zwei Jahren, mal zu unseren Maschinen hinter der HOMAG-Gruppe und haben da gefragt, was es da für Möglichkeiten gibt. Weil wir halt auch leider keinen Platz haben mehr für eine liegende Plattensäge, die halt auch dann mit verschnittoptimierten Programmen arbeiten kann. Da für die Säge kein Platz war, musste eine andere Lösung her. Die Entscheidung fiel auf das Cutting Production Set von HOMAG. Dieser digitale Assistent ist flexibel einsetzbar, denn er eignet sich für Formatkreissägen und auch für stehende und liegende Plattensägen. Und das ganz unabhängig von Maschinentyp, Alter und Hersteller. Das Set besteht aus verschiedenen Komponenten. Enthalten sind drei Apps. IntelliDivide Cutting ist eine Optimierungssoftware für den Zuschnitt. Der Production Assist Cutting ist der digitale Assistent für den manuellen Zuschnitt. Der Material Manager steuert die zentrale Materialverwaltung. Der HOMAG Cube, die intelligente Steuerungsbox, sorgt für die Verbindung des ebenfalls im Set enthaltenen Etikettendruckers mit dem Internet und den Apps. Jetzt beginnt der Arbeitstag in der Schreinerei oft am Computer. Hier wird der Schnittplan erstellt. Ist die Auswahl erfolgt, wird die Stückliste aus der Cut-Software direkt in die IntelliDivide Cutting-App importiert. Aber auch aus anderen Quellen können einfach Daten importiert werden. Beispielsweise aus ERP-Systemen, Excel oder einfach über die direkte Eingabe in die Schnittoptimierung. In der App kann nach der Schnittoptimierung aus mehreren Zuschnittvarianten ausgewählt werden. Es gibt beispielsweise eine Variante für den Zuschnitt mit minimalen Materialkosten, eine andere Version ist besonders zeiteffektiv. Nach der Auswahl der gewünschten Optimierung werden die Daten an das Tablet an der Säge übermittelt. Wir haben uns eine Halterung montiert an die Säge, stellen das Tablet drauf. Auf diese Halterung ist auch ein Drucker aufgesetzt. Das Tablet zeigt die Zuschnittpläne an und da wird man auch ein bisschen so durchgeführt, welche Arbeitsschritte als nächstes anfallen. Und das Programm kann man immer jederzeit unterbrechen. Das sagt mir, was ich jetzt zugesägt habe, was ich bestätigt habe, was fehlt mir noch. Und das kann auch jeder dann weitermachen in dem Projekt, ohne sich da selbst reindenken zu müssen. Beim Zuschneiden sorgt der Production Assist Cutting für einen exakten Überblick über den Status des Schnittplans. Zunächst wird der Auftrag ausgewählt. Der digitale Assistent schlägt dann die einzelnen Arbeitsschritte vor. Bei Bedarf kann die Schnittreihenfolge der Teile auch selbst bestimmt werden. Für jedes zugesägte Bauteil wird per Klick ein eigenes Etikett gedruckt. Damit ist jedes Stück eindeutig identifizierbar. Auch das Reststück wird markiert und wird so durch den Material Manager in die zentrale Materialverwaltung aufgenommen und kann so bei der nächsten Optimierung wiederverwendet werden. Die Etiketten enthalten alle wichtigen Hinweise, wie zum Beispiel den Auftrag, Bauteilnamen, Informationen für Kantenanleihenmaschine, die CNC und für den Zusammenbau der Möbel können sie bei Bedarf mit einem zusätzlichen Barcode versehen werden. Das Bauteil trägt jetzt alle relevanten Informationen für die Bearbeitung auf den Folgemaschinen. Das Cutting Production Set unterstützt also nicht nur den Bediener an der Säge, sondern sorgt für durchgängige Bearbeitungsdaten, einen transparenten Arbeitsprozess und damit für eine hohe Zeitersparnis. Thomas Bauer ist von dem Ergebnis überzeugt.
Man merkt halt am Zuschnitt deutlich, wenn man natürlich nicht alle Zuschnittpläne sich selbst überlegt, dass es ein sehr flüssiges Arbeiten ist. Und dadurch spart man sich dann Zeit. Und man merkt halt auch, dass der Materialbedarf extrem, also kann man teilweise sogar ein bisschen schauen, dass man nicht so viel Verschnitt vorher drauf kalkuliert. Den produziert man gar nicht. Vollständige Produktionsdaten ab dem ersten Prozessschritt. Optimierte Schnittpläne. Und das an jeder manuellen Säge, ganz unabhängig von Typ, Alter und Hersteller. Dank des digitalen Assistenten sind die zwei Schreinermeister und ihr Team bestens für die Zukunft gerüstet.